Ja, hallo liebe Leute, heute geht's los mit dem Anbau vom Zimmer, also Ausbau vom Carport sozusagen. Und ja, die nächsten Tage wird auch das Dach gemacht und die Dächer von den Anbauten hier. Da ist ja bis jetzt nur das Unterdach drauf und da muss ja erstmal normales Blechdach drauf, aber ich wollte erstmal oben streichen, wie man gesehen hat, eins nach dem anderen. Ja, die erste Blechplatte ist drauf. Hier fehlt noch eine Dachplatte. Hier ist das Dach von der Garage oder vom Carport mit dem Zimmer darunter. Da sind auch noch ein paar Dachplatten. Tja. Wir mussten gestern noch mal die ganze Fassade hier unten abreißen, damit wir das Blech da unter kriegen, damit das auch alles schön dicht ist nachher. Ja, und wenn das Dach drauf ist, dann geht es an die Fassade. So weit, so gut. Jetzt kommt die Fassade dran. Original schwedische Fassade, klassisch, so wie sie gemacht wird. Und das Dach ist jetzt soweit fertig. Das ist auch ganz gut, somit kommt nicht so viel Wasser an die Fassade. Jetzt muss ich hier erstmal noch die Konterlattung fertig machen und dann geht's los mit der Fassade. Die Lattung ist jetzt auch drauf. Dann haben wir hier so ein Mäuseband angebracht. Hier sitzt nachher die Fassade drauf. Und ja, die Mäuse können nicht von unten in die Fassade rein. Diese Leichtbetonsteine, die werden auch noch verputzt. Ja, so unheimlich kompliziert ist so eine Fassade eigentlich gar nicht. Wir haben ja hier die alten Fenster, die vorher im Haus waren, rausgesetzt in den Anbau. Die müssen von außen noch gestrichen werden. Ich habe auch das Glas gekriegt. Das ist auch gekommen und ja, hier fängt man eigentlich an mit der Fassade, wenn man die Möglichkeit hat, rechts und links neben Fenster die ersten Bretter zu machen, ganz einfach wegen der Aufteilung. Weil man ansonsten, wenn man an der Ecke anfängt, unter Umständen nachher eine ganz komische Aufteilung bei den Fenstern hat. Los geht's. Ja, das sind die Fassadenbretter hier, die Breiten. Und ich habe mir hier die Säge auf 15 Grad eingestellt, weil ich die so ein bisschen unterschneiden möchte, dass das Wasser praktisch eine Tropfkante hat. Die ersten Bretter sind dran jetzt. Die alte Fassade da wird noch abgerissen, sonst gibt das nicht dasselbe Bild. Und hier sieht man eben die Aufteilung bei den Fenstern.
Da sind die Lücken ein bisschen größer, sind sie 2 cm. Aber dafür hat man nachher ein einheitliches Bild. Ja, Leute, guckt euch das an. Bodenfrost haben wir. Das war jetzt schon einige Male. Das erste Mal war sogar noch ein paar Tage vor September, also Ende August, dass morgens schon Bodenfrost war. Ja, es wird Zeit, dass es fertig wird hier, die Außenarbeiten. Übrigens, die Fassadenbretter sind 19 cm breit, die gibt es auch noch in 21 cm, wir haben uns für 19 entschieden, 22 mm stark, die Länge hier ist 5,20 m, passt hier ganz gut mit dem Verschnitt und die Deckbretter, die sind 5 cm und so eine kleine Rundung. Und das ist alles sägerau, damit diese Original Falu Rötferie, für die wir uns jetzt entschieden haben, gut daran hält. Ja, jetzt geht's weiter mit der Farbe. Erstmal ein bisschen grundieren alles. Da kommt man ja hinterher sonst mit der Farbe schlecht ran, wenn die Deckleisten drauf sind, so dass unter den Deckleisten auch Farbe ist. Man kann die auch vorher komplett alle einmal streichen, fehlt uns aber ein bisschen die Zeit für. Und wir haben gesehen, wir haben die alte Fassade abgenommen, die wurde auch nicht vorgestrichen und die hat also mindestens 50 Jahre da dran gehalten. Und das Holz sieht wirklich noch gut aus. Ich fange jetzt mal an. Hier für die Arbeitsweise wichtig, dass man erst die oberen Leisten auch mit dran macht. Danach kommen dann nach dem Streichen die Fensterleisten dran, die Blenden sozusagen vom Fenster. Ja, und dann geht's mit den Deckleisten weiter. Als nächstes kommen die Fensterleisten. So weit sind wir gestern noch gekommen. Heute ist es ein bisschen neblig. Ich denke, das wird auch ein bisschen dauern, bis der Nebel sich verzieht. Das ist natürlich nicht so schön, weil das Holz dann so ein bisschen nass ist. Aber gut, wenn wir Glück haben, dann kommt die Sonne noch ein bisschen raus, weil die Leisten sollen auch noch gestrichen werden hier. Die sind für oben. Ja, und die beiden kleinen Fenster brauchen noch die Rahmenhölzer sozusagen. Und die Deckleisten, einige sind schon drauf hier, habe ich angefangen, kommen jetzt auch nach und nach drauf. Thank you.
Ja, liebe Leute, ist geschafft, das meiste. Ist noch ein bisschen Restarbeit, aber morgen soll das Video rauskommen. Und das sieht schon mal ganz anders aus. Tür muss noch weiß gestrichen werden, Fenster auch noch mal nachgestrichen werden. Hier fehlen noch die Deckleisten, die müssen wir noch mal nachholen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis nächstes Mal.